Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Trettin und wir befinden uns heute hier in einem kleinen Real-Life-Video. Ja, hier im Hintergrund, also hier so, da seht ihr gerade so die Sicht aus meinem Fenster. Und ja, wenn wir ein bisschen weiter nach da gucken, also in etwa da geht die Sonne ungefähr jeden Morgen auf. Also kommt sie so hoch und strahlt mir dann schön ins Zimmerchen. Und ja, heute muss es irgendwie ein bisschen schneller gehen, deswegen muss ich ein bisschen schneller reden. Na gut, oder auch nicht. Bloß, es ist jetzt der 23.05. Ihr seht das Video, wenn ihr es aktuell guckt, am 23.05. Ja, es ist gerade 12.33 Uhr. Ich muss es noch jetzt hier aufnehmen gerade. Dann bearbeiten und schneiden und ja. Die ganze Konstruktion, wie ich das gerade aufnehme, ist ein bisschen komisch. Weil mein PC steht vor der Kamera sozusagen, die Kamera auf dem Stativ ganz hoch aufgebockt, so dass ich nach oben gucke, wenn ich da reingucken möchte ins Bild. Und dahinter steht dann mein Mikro, also das Mikro ist so, ist um die Kamera so rumgebaut. Und wenn ihr euch jetzt fragt, mit welcher Kamera ich das hier aufnehme gerade, das ist die Nikon D3100 mit dem 18 bis 55 mm Aufsatz. Ich muss auch kurz gucken. Eigentlich nichts Besonderes. Hab noch das 55 bis 200 mm Aufsatz Objektiv und ja, über ISO und die ganzen Einstellungen, was ich da habe, kann ich mal ein Video machen, wenn das gewünscht ist, aber irgendwie jetzt momentan, also passt es gerade gar nicht zum Thema. Also, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Also, mein Thema für heute ist das damalige Zocken. Ja, was ich damit meine, zum Beispiel, wenn ihr jetzt etwas älter seid, oder, ja, keine Ahnung, so 18, 19, 20 oder so, habt ihr wahrscheinlich mit einer PS1, PS2, N64 oder sowas angefangen und also wenn ihr zockt. Und ja, ich muss damals sagen, ich habe zwar mit 4 oder 5, ja, so in den Dreh, habe ich angefangen zu zocken. Damals noch auf dem allerersten Gameboy. Dann hat sich echt extrem lange nichts getan. Dann habe ich mir irgendwann den Gameboy Color zugelegt, na gut, zulegen lassen, weil ein Kind von Alter von 7 Jahren oder 8 Jahren, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war damals, bekommt nicht mal so eben so einen Gameboy Color. Einfach so in die Hand gedrückt vom Kassierer. Und ja, dann war auch wieder eine Zeit lang Stille. Also ich habe relativ lange mit den ersten Konsolen ausgehalten, also ersten Konsolen in Anführungszeichen, das waren ja Handhelds, die ersten Nintendo Game Boys sozusagen, meine Karriere zum Zocken. Und ja, dann habe ich irgendwann später erst, also relativ spät, habe ich die PS2 bekommen. Und damals habe ich mir dann richtig noch was geleistet. Früher gab es doch diese 8 MB Memory Cards, die ihr vielleicht noch kennt. 8 MB und da haben dann 10.000, also gefühlte 10.000 Spiele draufgepasst. Und ich habe mir dann richtig Premium-Sachen geholt. Ich habe mir eine 32 MB Speicherkarte geholt. Stellt euch das mal vor, 32 MB, ne? Ich habe in meiner PS3 habe ich entweder 180 oder 320 GB oder 500 GB. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Speicher voll, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Ich muss immer darauf achten, dass ich, wenn ich neue Spiele habe, dass ich irgendwie an Speicher komme. Weil manche Spiele habe ich schon bestimmt ein Jahr nicht mehr gespielt oder so. Dann habe ich die einfach wieder deinstalliert. Aber das ist ein anderes Thema. Also, mit 32 MB, ich konnte jedes Spiel. Ich habe bestimmt 40 Spiele oder so oder 50 Spiele für die PS2, ne? Und ich konnte jedes Spiel, alle Speicherstände konnte ich vollhauen, alles immer voll machen. Und ich habe die 32 MB nie voll bekommen. Wenn man sich das vorstellt, 32 MB, damals war ich so der King mit 32 MB. Alle Klassenkameraden hatten immer so 8 MB oder wenn es hochkam, 16 MB oder zweimal 8 MB oder so. Und ich hatte 32 MB. Ich habe mich richtig wie so ein kleiner Keks gefreut. Und ja, 32 MB damals richtig viel. Und mein erster Shooter für die Konsole, also ich habe angefangen auf der Konsole mit dem Zocken, falls ihr euch das fragt, also erstmal mit Handhelds, ja, aber dann auf die Konsole, PC habe ich erst später bekommen, deswegen bin ich auch ein Konsolero, also ich muss sagen, ganz ehrlich, Konsole for the win, es geht nichts über eine schöne Konsole, einfach schön
im Bett liegen, zocken und so. Richtig awesome. Da muss man gar keinen PC haben, so 10.000 Euro PC oder so. Nee, nee, schön. PS3 oder halt Xbox 360, PS4, Xbox One, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann kann man schön im Liegen zocken, richtig entspannt. Und ja, also mein erster Shooter war für die PS2 dann. Das war der Shooter Black. Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Auf jeden Fall war der auch schon. Also ist dann. Ihr fragt Sachen, ey. Boah, nee, also ich will auch nichts Falsches sagen. Bestimmt 8, 9 Jahre ist er schon draußen oder so. Ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe ihn geholt, als er nur noch 30 Euro oder so gekostet hat. Aus einer Grabbelkiste raus. Beziehungsweise meine Mutter musste es holen. Mein Vater war so, also er war eher der Strenge, wo ich dann eher nicht zocken durfte. Und bei meiner Mutter habe ich dann immer die geilen Spiele bekommen. Ich habe mich richtig immer gefreut. Also natürlich, die sind halt zusammen, aber das war so ein kleines Geheimnis zwischen meiner Mutter und mir, so dass ich die ganzen Spiele habe. Und ja, mein erster Shooter war halt der Name Shooter. Der erste Shooter war halt Black, so hieß der Shooter. Da musste man nicht, nein, musste man nicht auf schwarze Leute schießen, sondern man hat da mit, was hat man da gemacht? Da hat man irgendwie Terroristen oder so gekillt. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, muss ich auch mal wieder spielen. Und mein erstes indiziertes Spiel, das weiß ich auch noch. Mein erstes indiziertes Spiel in Deutschland, das war Area 51. Das ist so ein Spiel, wo man so im Area 51 in Amerika sozusagen ist. Und man versucht, die Aliens, die da sind, zu töten. Und ja, ist ein ganz nettes Spiel eigentlich, wenn man es dafür überlegt, dass ich es irgendwie mal auf dem Flohmarkt oder so geholt habe, weil man das gar nicht so in Deutschland bekommt. Damals, ja, war man noch beim Flohmarkt, wenn man Spiele haben wollte, die man so nicht bekommt. Heutzutage kriegt man alles aus dem Internet, von daher ist total egal, wie man es heutzutage macht. Man kommt einfach ran und ja, keine Ahnung. Aber was heute ist, möchte ich gar nicht jetzt sagen, sondern mein Thema ist ja das damalige Zocken. Und ja, das war es eigentlich soweit. Ich wollte halt nur die ersten Anfänge sagen, wirklich. Wenn ich weiter ins Detail gehen würde, würde ich das Video noch bestimmt eine Stunde weiterführen können. Und das möchte ich nicht, weil das Video jetzt noch demnächst hochkommen muss. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Falls ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über meine weitere Zockerkarriere, dann kann ich das gerne machen. Das wird dann auch wieder ein Kommentar werden. Das wird aber viel länger werden, wahrscheinlich so halbe, dreiviertel Stunde wird das werden, wenn ich alles erzählen würde. Und ja, das geht halt jetzt gerade nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken. Ach, das habe ich jetzt schon zum vierten Mal bestimmt gesagt. Egal, haut rein, Leute, ich bin weg.